Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde. Im Namen des Veranstalters Universum Box Promotion Hamburg, der JAG Sportmarketing Andreas Gajewski Hannover und Premiere darf ich Sie hier in Hamburg im ausverkauften St. Pauli Stadion recht herzlich willkommen heißen. Ich rufe auf die WBO Profibox-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. Ich darf Ihnen die Boxer vorstellen. In der blauen Ecke der Herausforderer. 32 Jahre alt, 78,9 Kilogramm schwer. 42 Kämpfe, 38 Siege, davon 19 durch K.O., ein Unentschieden. Er war deutscher Meister, Europameister und Weltmeister. Er ist die Nummer 5 der Weltrangliste. Ein Mann, der Boxgeschichte geschrieben hat. Aus Berlin, der Herausforderer Graziano Rocky Rocky Gianni. In seiner Ecke sein Trainer aus Amerika, Emmanuel Stewart. In der roten Ecke der Weltmeister. 28 Jahre alt, 79,3 Kilogramm schwer. 31 Kämpfe, 31 Siege, davon 26 durch K.O. Es ist seine siebte Titelverteidigung. Er ist der einzige Deutsche, der gleichzeitig Weltmeister in zwei verschiedenen Gewichtsklassen war. Aus Hamburg, der Weltmeister Tiger Darius Michalczewski. In seiner Ecke sein Trainer aus Miami, Chuck Talhami. Fritz Dunik, Christoph Busch und Gagik Chachatrian. Ich darf Ihnen die Offiziellen dieses Kampfes vorstellen. Aufsicht WBO. Supervisor Francisco Walcarchel aus Puerto Rico. Ringrichter Joseph O'Neill, USA. Punktrichter José Rivera, Puerto Rico. Hier haben wir den Ringrichter Joseph O'Neill aus den USA, konkret aus Philadelphia. Er leitet heute seine 51. WM. O'Neill ist 55 Jahre alt und bringt mit 150 Kilo beinahe so viel auf die Waage wie Michalczewski und Rocky Gianni zusammen. Hier die statistische Gegenüberstellung. Michalczewski ist 4 Jahre jünger, mit 1,84, 4 cm kleiner als Rocky Gianni und hat demzufolge auch geringe Reichweiten-Nachteile. Beim gestrigen offiziellen Wiegen brachte Michalczewski 79,3 Kilogramm auf die Waage, Rocky Gianni 78,9. They come to see you fight, not me referee. I'll accept no less than your best. Come on now, let's go. WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. Das ist der Weltmeister. Darius Tiger Michalczewski hier aus Hamburg. Der Herausforderer aus Berlin, Graziano Rocky Rocky Gianni. Wird es ihm gelingen, im vierten Anlauf in 2,5 Jahren den WM-Titel endlich zu holen? Er scheiterte an Eubank und zweimal an Henry Maske. Links im Bild also der Herausforderer Graziano Rocky Gianni. Er in der Rechtsauslage, Linkshänder also.
Ja, Kim, beide tasten sich noch sehr stark ab. Ja, ist natürlich klar, beide gehen auch davon aus, dass es ein 12-Runden-Kampf wird. Obwohl sie ja beide anderes angekündigt haben. Ja gut, aber es hat keinen Sinn, wenn man am Anfang das Pulver schon verschießt und dann nach hinten raus keinen Luft mehr hat. Erste gute Aktion, linker Uppercut von Graziano Occhigiani. Ist der Tiger kurz eingeknickt. Ja. Natürlich genau die Gefahr. Hier ist es wieder. Durch die Mitte. Wenn er die Rechte bringen will, Darius Michalczewski, es ist richtig, gegen einen Rechtsausleger die Rechte zu bringen. Man bindet die linke Schlaghand in der Defensive, aber Occhigiani sehr gut im Konter. Sofort die Lücke gesehen. Kim Weber wird natürlich für uns punkten. Gibt diese Runde unentschieden. Ja, also auf der einen Seite hat Graziano zweimal sehr schön getroffen, auf der anderen Seite hat aber daraus den Druck gemacht, während der ganzen Runde nicht so wirklich dann unentschieden. Obwohl der Treffer, die besseren Treffer von Graziano kamen. Aber ja, das ist richtig, aber durch den Druck halt. So, und hier haben wir typische Aktionen, wenn Normal- und Rechtsausleger gegeneinander boxen, dann bedeutet das für den Normalausleger nicht nur eine ungewohnte Führhandarbeit beim Gegner, sondern auch eine ungewohnte Fußstellung. Beide treten sich deswegen sehr häufig auf die Füße. Beide haben ihren vorderen Fuß ja auf der gleichen Seite. Und keiner will vor allem auch die Außenbahn freigeben, die als Stellung, Kim, optimal ist, um Schläge auch abzufeuern. Ja, natürlich. Also es ist immer von Vorteil, wenn man versucht, bei einem Rechtsausleger, wenn man selbst Normalausleger ist, die Außenbahn zu haben, um selber präzise Schläge anbringen zu können. Second round. Runde 2. Occhigiani auf seiner Hose, auf der einen Seite mit den italienischen Nationalfarben, auf der anderen Seite mit den deutschen. Vater Zanubio kommt aus Italien, die Mutter ist Berlinerin. Michalczewski mit einem großen Tigerkopf auf der Hose, gestaltet vom Hamburger Maler Bruno Bruni. Und hier haben wir unten links eingeklinkt, die Ehefrau von Graziano Occhigiani, Christine. Jetzt wird sie etwas lauter, so kennt man sie eigentlich. Wenn der Kampf über die volle Distanz geht, gibt sie auch über die volle Distanz alles, feuert ihren Mann immer wieder lautstark an. Erneuter Versuch Occhigianis mit einem Aufwärtshaken zu arbeiten. Da muss Michalczewski aufpassen, Kim. Sicherlich die beste Waffe von Occhigiani. Erstens das und zum Zweiten ist Darius in den letzten Kämpfen des Öfteren auch mal offen gewesen, genau an dieser Stelle. Und das ist also das, was er vermeiden sollte, da Treffer zu nehmen. Kim, was auch überrascht. Graziano arbeitet nicht nur, wie man es in den letzten Kämpfen sonst von ihm gesehen hat, hinter der Doppeldeckung. Ja, er hat also angekündigt, dass er einen vollkommen anderen Stil boxen wird. Das macht er nicht. Also es ist schon noch der alte Graziano, obwohl er ein bisschen aktive ist und nicht so lange wartet in dieser Doppeldeckung. Er versucht also gleich zu kontern, wenn der Mann geschlagen hat. Erneut über die Außenbahn, die linke von Occhigiani. Muss Michalczewski aufpassen, muss, wenn er seinen Jab schlägt, unbedingt immer die rechte am Kinn halten. Behind the head.
Ende Runde 2. Unglückliche Aktion. Rocky Gianni den Gegner nach unten gedrückt. Michalczewski etwas tief geschlagen. Und eine 10:9 Rundenwertung von Kim Weber hier für Darius Michalczewski. Aber ich denke, Kim, das ist sehr, sehr subjektiv. Ich glaube, man könnte auch diese Runde locker unentschieden geben können. Ja, gut. Schon auf der anderen Seite ist es aber so, dass Graziano diesmal nicht so klare Treffer gesetzt hat wie in der ersten Runde. Und Darius ist halt eben, obwohl er der Weltmeister ist, derjenige, der den Kampf mehr bestimmt. Und demzufolge würde ich Darius, also nicht von den klaren Treffern, sondern vom Kampfbild her, das heißt, wer den Kampf treibt, beziehungsweise versucht ihn zu machen. Hier sehen wir nochmal diese Szene kurz vor Rundenende. Das einerseits Runterdrücken von Rocky Gianni und dann der Tiefschlag unbeabsichtigt von Darius Michalczewski. Seconds out. Ringfrei Runde 3. Oh, second stop. Third round. Watch your head. Macht auch den Fehler, Michalczewski, dass er nicht nach links weggeht. Auch hier hat er sich genau diese Linke von Rocky Gianni wieder eingefangen. Das hat Chuck Talami ja ihm immer wieder gesagt. Er muss sich nach links bewegen, weg von der gefährlichen linken Schlaghand Rocky Giannis. Da kam sie wieder. Ja, und selbst wenn er es mal macht, er bleibt dann sofort wieder stehen und stellt sich dann dieser Gefahr dann doch wieder. Also er muss beweglicher sein. Und er ist eigentlich auch der beweglichere Mann von beiden. Da gibt es keinen Zweifel. Das ist eine ganz klare Sache, dass er auf den Beinen wesentlich aktiver ist. Auch bedingt das in der Kondition. Keep an elbow down. Watch your head. Und an der linken Augenbraue sehe ich eine Cut-Verletzung bei Graziano Rocky Gianni. Das ist natürlich ganz bitter für ihn. Wir können das sicherlich nachher in der Rundenpause auflösen. Und wieder im Konter die Linke. Da passt Darius Michalczewski überhaupt nicht auf. Muss seine Rechte am Kinn halten. Wieder die Linke. Unverständlich. Das hat ihm sein Trainer Chuck Talami hunderte von Malen im Training gesagt. Bisher eine ganz klare Runde für Graziano Rocky Gianni. Schlägt häufiger, genauer, härter. Und wieder der Versuch des linken Uppercuts, des linken Aufwärtshakens vom Herausforderer Graziano Rocky Gianni. Kim Weber gibt auch diese Runde mit 10:9 an den Herausforderer Graziano Rocky Gianni. Ganz eindeutig. Und ein letztes Mal herzlich willkommen für unsere Mann Jennifer. Leider von dieser Seite nicht zu sehen. Zunächst einmal haben wir hier die Schlagstatistik. 71 Schläge feuerte Darius Michalczewski ab. Davon 32 Treffer, Quote 45%. Rocky Gianni 70 Schläge abgefeuert, Treffer 28, Quote 40%. Entscheidend dabei ist hier die Wertung in der Mitte. 32 Treffer bei Michalczewski und weniger bei Rocky Gianni. Er hat natürlich in seiner Ecke wenigstens das Glück, den wohl besten Cutman, das heißt also den Spezialisten für Risswunden, für Platzwunden, für Schwellungen in der Ecke zu haben, nämlich, na, jetzt muss ich mal schauen, habe ich den Namen?
Ralph Sidrow, 70 Jahre alt. Steht heute, hat er mir gesagt, in seinem 110. WM-Kampf als Cutman. Betreute bereits in allen Profikämpfen Bo und Hearns. Und hier Ralph Rocchigiani, der Bruder von Graziano. Kann bisher mit der Leistung seines Bruders durchaus zufrieden sein. Michael Szewski muss auf Distanz bleiben, muss den Kampf auf seiner Führhand aufbauen. Siehst du das ähnlich, Kim? Ich sehe das genauso. Also er sollte aus der Distanz boxen und sollte vor allen Dingen abwarten. Er sollte warten bis in der zweiten Hälfte des Kampfes, wenn er seine körperlichen und konditionellen Vorteile ausspielen kann. Und Graziano voraussichtlich müde geworden ist und dann in den Fight gehen, aber nicht zu dieser Zeit. Also er nimmt sehr klare Treffer. Aufgrund dessen habe ich ihm auch die letzte, habe ich Graziano auch die letzte Runde gegeben. Obwohl Darius mehr arbeitet. Aber das ist ja im Profiboxen das Entscheidende, die Treffer. Wird immer wieder von den Betreuern zugerufen, dem Darius Michalczewski. Links, links. Das heißt einerseits natürlich die linke Führhand bringen, andererseits sich auch, wir hatten es schon erwähnt, Kim, nach links bewegen. Weg von der gefährlichen linken Schlaghand Rocchigianis, die immer wieder kommt. Ja, er läuft also zwischendurch in den Konter rein. Das heißt also, dass er sich eben nicht nach links bewegt, sondern nach rechts oder stehen bleibt und dann natürlich die Schlaghand von Graziano nimmt. Exakt. Wie jetzt zum Beispiel. Er hat ihn zwar nicht klar genommen, aber er steht zu viel. Break, step back, step back. Stop that. Don't lay on him. Get off him. Get off him. Stop laying on him. Come on. Lässt sich immer wieder in den Infight ein. Nach innen fallen Darius Michalczewski. Fängt gut an. Zwei linke Jabs hintereinander und dann steht er wieder am Mann. Und im Infight, bin ich fest überzeugt, ist Graziano Rocchigiani der bessere Mann. Da haben wir es wieder im Konter. Probleme für Michalczewski. Da hat er Glück gehabt, dass diese Runde zu Ende war. Wieder ganz eindeutig eine Runde für Graziano Rocchigiani. Da gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Zweifel. Kim Weber hat sie auch mit 10-9 für den Berliner gegeben. Wo man mal sagen muss, sie sind nicht so deutlich. Also Darius ist schon derjenige, der mehr arbeitet. Aber zurzeit setzt Graziano halt eben wirklich die klareren Treffer. Und das ist das, was im Profiboxen das Entscheidende letztendlich ist. In dem Fall gehen die Runden knapp, meiner Meinung nach, an Graziano. You're winning the fight. Da sagt ihr gerade Emmanuel Stewart, you're winning the fight. Du gewinnst den Kampf. Da haben wir Ralph Sidrow, den ich vorher angesprochen hatte. Der Spezialist für Cut-Verletzungen. Wird vor allem mit Druck gearbeitet. Und mit einer erlaubten Adrenalinlösung. In der Mischung 1:1000. Blutstillendes Mittel also, aber die Cut-Verletzung, soweit man das von hier aus sehen konnte, nicht so schlimm, dass hier mit einem Abbruch gerechnet werden muss. Man sieht hier also sehr schön, dass Graziano wirklich abwartet, bis Darius einen Schlag abgefeuert hat sozusagen und dann selber seinen Konter sofort anbringt. Sofort, wie jetzt gerade wieder. Exakt. Dafür ist er auch bekannt, Graziano Rocchigiani, ein sehr, sehr guter, cleverer Konterboxer. Das zeichnet ihn schon in all den 13 Profijahren, die er nun bestritten hat, aus. Sein Problem, Kim, ist allerdings, dass er nicht unbedingt der härteste Puncher ist, der also nicht gerade die absolute Schlagkraft hat, über die absolute Schlagkraft verfügt.
Und sonst hätte Darius Michalczewski schon wesentlich größere Probleme gehabt. Ja, schon. Auf der anderen Seite ist es halt eben so, er war schon immer ein Zermürber. Das heißt, er hat über viele Runden hinweg versucht, seine Leiter langsam und sicher, seine Gegner langsam und sicher zu zerstören und sie dann irgendwann wirklich halt eben so weit gehabt, dass es diesen technischen K.O. gab. Zumindest im Gegensatz zu seinem letzten Kampf, was er verbessert hat, ist, dass die Schläge mehr aus der Schulter kommen, nicht mehr nur aus dem Arm, das hattest du ja auch schon kritisiert. Das heißt also, mehr Schlagkraft, mehr Druck hinter diesen Schlägen steckt. Vor allen Dingen arbeitet er wesentlich aktiver. Also Graziano hat man lange nicht mehr so gut gesehen, finde ich. Das ist richtig. Große Probleme für Michalczewski. Boxt äußerst unklug. Kim, du hattest es angesprochen. Wir können es eigentlich immer nur wieder sagen. Warum arbeitet er nicht auf die Distanz mit der Führhand? Kassiert immer wieder diese Uppercuts auf der rechten Seite von Graziano Rocchigiani. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also er sollte sehen, dass er seine Führhand zum Arbeiten nimmt und dann auch zur linken Seite rausgeht. Sich also gar nicht erst diesen Kontern aussetzt. Aber es ist nun mal auch so, dass Darius halt eben... Wieder schwere Linke auf der Innenbahn. Das große Problem bei Michalczewski, was immer wieder in Kämpfen zu sehen war, die rechte Hand absolut nicht am Kinn, hängt irgendwo in Bauchnabelhöhe und immer wieder die Lücke natürlich für Graziano Rocchigiani. Und auch wieder ganz klar die Rundenwertung von Tim Weber, 10-9 für den Herausforderer Graziano Rocchigiani. When you're inside, either you punch first or push him. But don't stay there. Don't lay down. Huh? You must push him away. Schwere Linke von Graziano Rocchigiani. Vorbereitung mit der rechten Führhand. Knallhart die Linke auf der Außen. Sofort allerdings hier in diesem Falle der Konter von Darius Michalczewski. Again, come on. Again, Darius. Tim, was Darius für mich auch viel zu wenig bringt, ist seine Rechte. Gegen einen Rechtsausleger, das ist eine alte Boxweisheit, muss man die Rechte bringen. Am Anfang hat er es versucht, aber je mehr Schläge er sich einfing, desto mehr hat er diese Arbeit mit der Rechten eingestellt. Das ist auch klar und die kam am Anfang auch nicht sehr gerade. Das heißt, sie kam mehr über die Außenbahn. Das ist also schon richtig, dass er versucht, mit dem Jab zu arbeiten. Das sieht man hier auch. Er sollte nur halt eben auch sehen, dass er sich dem Konter nicht aussetzt. Das heißt, auf Distanz bleiben und gleichzeitig nach links raus. Wieder schwere Linke. Rechts-Links-Kombination abgeschlossen mit diesem linken Haken. Vorbildlich, Sidestep, dann sofort geschlagen vom Berliner. Arbeitet viel mit Sidesteps. Graziano Rocchigiani, wesentlich beweglicher, Kim Weber hat es angesprochen, als zum Beispiel noch in seinem letzten Kampf gegen den Italiener Pellizzaro. Also man sieht ganz deutlich, dass die Arbeit in Amerika was gebracht hat. Er ist explosiver, er arbeitet wirklich sehr konzentriert und setzt sofort nach. Sobald er eine Chance sieht, in den Angriff des Gegners einzuarbeiten, tut er das auch. Wieder ganz offen, wie ein Scheunentor, wie man so schön sagt, die Deckung von Darius Michalczewski. Man merkt förmlich, wie Graziano versucht, den Gegner zu ziehen, zum Schlag zu verleiten und dann sofort zu kontern. Was man auch sehr schön sieht, ist halt eben unheimlich schwer, gegen einen Mann zu arbeiten, der solch eine Doppeldeckung hat.
da klare Treffer anzubringen, gerade zum Kopf, ist unheimlich schwer. Aber vielleicht sollte Darius auch mal variieren, versuchen mal mehr zum Körper zu gehen, versuchen die Deckung, diese Doppeldeckung nach unten zu ziehen. Ja, er sollte vor allen Dingen versuchen, nicht in der Mitte des Gegners zu stehen. Also das heißt also wirklich nach links raus oder wie jetzt auch nach rechts mal, aber auf jeden Fall nicht ein konkretes Ziel zu bieten nach seiner eigenen Aktion. Selbst was die Führhandarbeit betrifft, muss man sagen, dass Graziano Rocchigiani in diesem Fight, und das überrascht absolut, die wesentlich bessere, genau getimtere Führhand schlägt. Das ja, ist ja in diesem Fall ganz, ganz interessant, weil die Führhandarbeit ja auf derselben Seite in diesem Fall abläuft, weil hier ja Rechts- und Normalausleger aufeinandertreffen. Obwohl man sagen muss, dass sie viel zu selten kommt. Also das ist richtig. Aber Darius, wie man es bei ihm oft gesehen hat, in vielen Kämpfen übereilt, hektisch und damit natürlich auch unpräzise. Ganz klar, auch hier die Wertung von Kim Weber, 10:9 für Graziano Rocchigiani. Hier haben wir eine Zeitlupenwiederholung. Genau das, was wir immer wieder gesagt haben, die Deckung auf in der Mitte, kein Problem hier zu treffen. Vorbereitung auch in dieser Szene mit der rechten Führhand von Graziano Rocchigiani und dann die linke. Ja, Kim, hier haben wir deine Punktwertung nach 6 geboxten Runden, nach der Hälfte der Distanz, also 59:56 für Michael Szewski, 3 Punkte Vorsprung. Diese Punktwertung natürlich absolut subjektiv, das ist ganz klar, die 3 Punktrichter, 2 kommen aus den USA, einer aus Puerto Rico, können das natürlich ganz anders sehen. Rocchigiani führt natürlich nach Punkten, Entschuldigung, liebe Zuschauer. 3 Punkte Vorsprung für Graziano Rocchigiani. Aber das haben Sie natürlich mitbekommen. Der Mann, der diesen Kampf bestimmt, diesen Kampf diktiert, die klareren, genaueren Aktionen landet, die höhere Schlagfrequenz hat, vor allem was Treffer betrifft, das ist ja das Entscheidende, das ist der Mann aus Berlin. Ja, das ist richtig. Also die höhere Schlagfrequenz hat schon Darius. Allerdings die genaueren Treffer hat Graziano zurzeit auf seiner Seite, das ist ja keine Frage. Immer wieder die linke. Obwohl da auch einiges jetzt auf die Deckung war bei Darius, das muss man schon sagen. Dieser nicht. Und erneut. Der Darius macht wirklich einen Fehler. Er steht immer drin. Er sollte sich nicht auf diesen Infight einlassen. Er sollte nicht so vor Graziano stehen. Graziano ist ein hervorragender Konterfighter und auch Infighter. Es bringt also gar nichts, sich da reinzustellen, sondern er sollte auf der Distanz boxen und halt eben aus diesen Schlägen rausgehen. Und vor allem wesentlich beweglicher sein. Ja. Denn er ist unheimlich gut auf den Beinen. Wieder eine schwere Linke. Michael Szewski, Klammer. Hat schon Probleme gehabt in diesem Fall. Kein gutes Zeichen für den Hamburger, wenn er anfängt zu klammern. Das sieht man bei ihm ganz, ganz selten. Dann hat er wirklich Probleme. Findet überhaupt kein Mittel gegen den Mann aus Berlin. Ringrichter hat unterbrochen. Michael Szewski wieder da. Oh, liebe Zuschauer, das artet hier, glaube ich, zu einem Skandal aus. Denn ich habe ehrlich gesagt, Kim, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl, dass Michael Szewski hier etwas theatralisch diese ganze Aktion angeht.
him out with a foul. He hit him on the break. Bin mir da nicht ganz so sicher. Ja, die Frage ist halt eben jetzt wirklich, es ist halt eben ganz einfach so. Wir sehen jetzt hier die Szene, Kim, wenn wir da nochmal zusammen drauf schauen. Ja, das ist genau so, was ich meinte. Der Ringrichter hat es schon unterbrochen. Aber war natürlich genau in der Aktion, als der Schlag kam. Ja, das ist ja, also natürlich immer diese zehnte Sekunde. Ja. Das ist die Frage, aber der Spruch selber, das Trennen selber kam schon vorher. Und er ist dann dazwischen gegangen, weil Graziano noch weitergemacht hat. Es ist die Frage, ich weiß es also auch nicht. Ich werde mich da auch kurz raushalten. Schwer zu sagen, liebe Zuschauer, das können Sie sich vorstellen. Der Ringrichter hat hier auf alle Fälle rübergeschrien. Das war ein Foul. Wir sehen das Ganze jetzt aus einer anderen Perspektive. Hier. Ja, die Frage ist natürlich auch, Kim, hat er was gesagt? Und das sah für mich in dem Moment nicht so aus. Er ging mit den Händen dazwischen, hat aber nichts gesagt. Und er muss ja zum Beispiel sagen, Break oder Stop Boxing. Also ich meine, ich hätte es auch gehört. Ich weiß es nicht genau. Also ich meine schon, er hatte vorher was gesagt. Allerdings ist die Frage halt eben, wie man das jetzt bewertet. Sowas kann immer vorkommen. Es ist die Frage, ob das jetzt sehr, sehr hart gewertet wird oder nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Darius selber sagt, hebt die Hand von Graziano. Ja. Ja, jetzt bin ich mal auf die Wertung gespannt, aber ich muss hier in diesem Falle sagen, also der Ringrichter schrie hier rüber zu Graziano Rocchigiani, das war ein Foul. Und die Frage ist natürlich nun, absichtlich oder unabsichtlich, ein Foul war es auf alle Fälle, für mich unabsichtlich. Ja, sicherlich unabsichtlich. Und normalerweise heißt es dann bei einem unabsichtlichen Foul, laut WBO-Regeln, dass dann nach Beendigung der Runde 3, und das haben wir ja längst hinter uns, die Wertung der Punktrichter zählt. Aber das ist die Frage, wenn jetzt natürlich gesagt wird, Kim, ein bewusstes Foul, wir werden das sicherlich gleich hören, dann hat dieser Mann den Kampf verloren. Dann heißt das nämlich Disqualifikationssieg. Für Michalczewski logischerweise. Hier regt sich auch Ralf Rocchigiani auf. Die beiden diskutieren. Da würde man jetzt gerne Mäuschen spielen. Ja, da zeigt ihm Darius Michalczewski nochmal, wie das Ganze passiert ist. Ich hatte es in dem Interview am Anfang gesagt, da haben wir die beiden nochmal. Die beiden sind ja auch, das ist heute Abend noch ein besonderes Schmankerl hier, Stallgefährten. Das auf der anderen Seite der Bruder von Ralf Rocchigiani. Ja, das ist natürlich ein unschönes Ende. Und wenn dieser Mann durch eine solche technische Entscheidung diesen Kampf verloren haben sollte, dann ist das natürlich für ihn ganz, ganz bitter. Denn nach Punkten war er für mich klar vorne, für dich ja auch, Kim. Und es sah überhaupt nicht in diesem Moment so aus, als ob Darius Michalczewski diesen Kampf noch einmal hätte umbiegen können. Absolut. Hier haben wir deine Punktwertung. Es ist die gleiche wie vorher, 59 zu 56 für Graziano Rocchigiani. Es ist doch die Frage, was... So, jetzt Ringsprecher Gerhard Müller. Ich versuche mal etwas zu sagen, ich weiß nicht, ob Sie es verstehen. Das Kampfgericht ist zusammengetreten, geht jetzt zum Fernsehen, weil es eine strittige Situation war. Wird sich dieses im Fernsehen ansehen und wir werden gleich eine Entscheidung bekommen. Ich bitte 5 Minuten Geduld. We would like to check the replay. Okay. So, liebe Zuschauer, jetzt ist hier Herr Valcarcel, der Präsident der WBO. Der spricht jetzt mit mir, ich warte mal ab. Excuse me, if our spectators are also listening to this, if, what was it, if... If the point was after the bell ring. Was it the bell? Yeah, the bell ring, and then the point. Or the break,
the referee call break, then he cannot win. He has to be disqualified. Okay? Okay. That's that. We are waiting for that. If the call break was before the punch, then he is disqualified. Yeah, because he cannot punch. Okay. The referee call break. Okay. Also, liebe Zuschauer, ich übersetze das Ganze für Sie und jetzt ist hier der Präsident der WBO neben mir und schaut sich das Ganze an. An die Regie jetzt bitte die Einspielung. Hier haben wir die Einspielung. What is it? Also, liebe Zuschauer, Disqualifikation, er will es noch einmal sehen, der Präsident der WBO, Val Carcel. Was? Noch einmal. Das Problem ist natürlich jetzt, wir können nur eigentlich Lippen lesen hier, was den Ringrichter betrifft. Und das ist das Entscheidende. Ja, und hier sieht man es auch an den Lippen, es ist richtig, er sagt Break. Also da gibt es keinen Zweifel. Und damit ist das Ganze natürlich dann eine illegale Aktion, ein illegaler Schlag nach dem Break. Dafür ist bei den Amateuren beispielsweise auch schon Evander Holyfield bei den Olympischen Spielen in Los Angeles disqualifiziert worden. Klar führend. Nach dem Break-Ruf hat er seinen Gegner ausgenockt mit einem Schlag und damit war Evander Holyfield aus dem Turnier der klare Favorit auf die Goldmedaille. Ja, und ähnlich bei den Profis dürfte es heute hier Darius Michalczewski gehen. Er zieht nämlich, wenn man so will, in die nächste Runde ein. Er bleibt Champion und in der Evander Holyfield-Situation ist in diesem Falle Graziano Rocky Rocchigiani. Ganz bitter natürlich für den Mann aus Berlin. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Er hat diesen Kampf klar beherrscht. Und in der Bewegung. Die Herren hier stehen hinter uns, diskutieren noch, schauen sich immer wieder diese Zeitlupen an. Vielleicht haben Sie das vorher auch schon gehört, der Präsident der WBO, Val Carcel, sagte mir eben in dem Moment, wenn er Break gesagt hat und der Schlag kommt danach, und hier sieht man es nochmal an den Lippen, Break. Er hat sogar jetzt, zweimal Break gesagt, das ist das zweite Mal. Das ist das zweite Mal. Das ist das zweite Mal, dass er Break sagt. Und dann kommt der Schlag. Ja, und hier sehen Sie einmal diese Szene. Hinter uns also die Herren. Dieser Herr hier, ich zeige mal mit der Hand hin, das ist Herr Val Carcel, der Präsident der WBO aus Puerto Rico und in der Mitte der Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer. Also das ist hier fast wie beim Skifahren, hundertste Sekundenarbeit, Kim, kann man fast nicht so sagen. Es ist wirklich ganz bitter, dass dieser Kampf überhaupt so entschieden werden muss. Und ja, das war Ralf Rocchigiani tröstet natürlich seinen Bruder Graziano, für ihn ganz, 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 ganz bitter. Das kann man wirklich nur so sagen. Ganz schade, dass dieser Kampf so enden muss. Persönliche Geste, schönes Bild nach so einer wahnsinnig unglücklichen Aktion. Natürlich absolut unabsichtlich von Graziano, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, das hattest du auch schon gesagt, Kim. Ja. Ja, Kim, und ich glaube, eines ist so oder so klar, das einzige Positive, was wir aus dieser Sache ziehen können, ist, es wird mit Sicherheit keinen Rückkampf geben. Davon bin ich fest überzeugt. Da wäre ich mir nicht mehr so sicher, aber ich selber denke, dass Darius denkt, dass Graziano den Kampf gewonnen hat. So wie er gerade auch schon im Ring sagte, was man nicht hören konnte, und er hat ihn gerade nochmal hochgehoben. Aber das hilft Graziano natürlich gar das nicht. Das hilft Graziano nicht, aber es zeigt, was für ein Sportsmann Darius selber ist. Das ist richtig, absolut, absolut. Und warum glaubst du nicht, dass es einen Rückkampf gibt? Meinst du, dass Michalczewski? Doch, nein, das hast du gesagt. Ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht auf einen Rückkampf. Ja, ich glaube auch. Ich habe das ja schon missverstanden. Also ich glaube auch definitiv, dass es einen Rückkampf geben wird. Und ich denke, nach den gezeigten Leistungen macht das auch durchaus Sinn. Ja, auf jeden Fall. Noch immer warten wir hier auf die offizielle Entscheidung. Der Ring pickepacke voll mit Betreuern von Graziano Rocchigiani,
von Darius Michalczewski. Trost vom Bruder, das braucht er jetzt natürlich. Das ist übrigens der Bruder von Darius Michalczewski. War selbst ein sehr guter Amateurboxer. Ja, durch diese bittere Aktion, ich denke, die Entscheidung wird sicherlich so fallen, wie Herr Valcarcel das vorher angedeutet hat, nämlich mit einer technischen Entscheidung, mit einer Niederlage für Graziano Rocchigiani, ist das der vierte erfolglose WM-Anlauf von Graziano Rocchigiani in 2,5 Jahren. Aber er hat gezeigt, Kim, dass er wieder da ist, das muss man wirklich so sagen. Auf jeden Fall, das war eine hervorragende Leistung. Absolut fit, er war besser sogar vorbereitet als auf den ersten Maskekampf, denke ich zumindest. Und wenn es einen Rückkampf gibt, wird der wirklich das Ereignis schlechthin werden. Das könnte dieses Ereignis hier noch toppen. Absolut. Ja, ein sehr nachdenklicher Darius Michalczewski. Er hat heute keine besondere Leistung gebracht, das weiß er selbst am allerbesten. Er ist sehr, sehr selbstkritisch. Ich denke auch, dass er, wenn es diesem Rückkampf kommt, dass er dann anders arbeiten wird, wenn er sich das angeguckt hat, dass er wirklich auch sieht, was er da für Fehler gemacht hat und wirklich unnötige Treffer genommen hat und sich auf unnötige Situationen, in denen Graziano einfach besser war, eingelassen hat. Die Herren diskutieren immer noch. Und wir schauen uns noch einmal diese Szene an. Man kann jetzt, glaube ich, auch sehr schön sehen. Jetzt sagt der Ringrichter das erste Mal Break. Jetzt kommt das zweite Mal Break und jetzt kommt der Schlag. Ja. Das heißt also nach dem zweiten Break. Eindeutig, ja. Da gibt es, glaube ich, in der Hinsicht keinen Zweifel. Ist natürlich ganz bitter für den Berliner, der das sicherlich unabsichtlich gemacht hat. So gut drauf war, aber gut, das sind die Regeln. Ich hatte es vorher angesprochen, auch für Evander Holyfield war das damals eine ganz bittere Geschichte. Ich habe diesen Kampf noch vor meinem geistigen Auge. Der große Goldfavorit. Natürlich ist das hier auch eine ganz gefährliche Situation, das können Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer. Rocchigiani hat hier viele, viele Fans im Stadion, das hat man schon beim Einmarsch zum Ring gemerkt. Und wenn jetzt hier die entsprechende Entscheidung kommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass hier wieder ein paar Leute, wie man so schön sagt, ausflippen. Ja, ich glaube, dass wir hier vorne nicht sehr gut sitzen. Also für den Fall, dass irgendwem diese Entscheidung nicht gefällt, die jetzt getroffen wird, könnte es schon sein, dass wir hier vorne keine sehr guten Plätze haben. Also, wenn Sie nichts mehr von uns hören, liebe Zuschauer, sitzen wir unterm Tisch. Ich möchte zwei Dinge tun. Erstens möchte ich Ihnen sicherlich aus dem Herzen sprechen, wir haben einen tollen Kampf von zwei gleichwertigen Boxern gesehen. So, liebe Zuschauer, ich setze mal eben das Headset ab. Herr Valcarcel, der Präsident der WBO, hat etwas zu mir zu sagen. Augenblick bitte. Es zählt zwar bei dieser Entscheidung, die ich jetzt gleich bekannt gebe, nicht. Aber bis zur siebten Runde war es auch punktmäßig ausgeglichen. Und jetzt verkünde ich das offizielle Urteil. Das Kampfgericht urteilt unentschieden. Ja, also es hat jetzt ein technisches Unentschieden gegeben und ich denke mal... Und dadurch alter und neuer Weltmeister Darius Michalczewski. Hier eine sehr faire Geste von Darius, der Graziano selber hochhebt und damit nochmal zeigt, was er für eine tolle Leistung geboten hat. So, liebe Zuschauer, also ich habe hier gerade mit
Kim, ich hatte jetzt leider nichts gehört. Wie war die Entscheidung? Ein technisches Unentschieden. Also das hat mir gerade Herr Walkersell auch gesagt. Technisches Unentschieden, weil der Boxer, der durch den illegalen Schlag verletzt worden ist, nicht weitermachen konnte. Das hat der Doktor auch bestätigt. Ja. Und deswegen, aber dann wurde auf die Punktkarten gegangen. Das ist dann die Regel. Also die Herren haben hier selber nochmal nachgeschaut, waren sie selber unsicher, hat der Walkersell gesagt. Und zu Rocky Gianni war vorne, mit drei Punkten vorne. Genauso wie ich es auch gesehen habe. Exakt, genauso wie ich es gesehen habe. Und dann, es ist aber so, dass derjenige dann, der praktisch durch diesen illegalen Schlag nicht weitermachen kann, auf keinen Fall entthront werden kann. Ja. Dass Weltmeister den Kampf nicht verlieren kann. Und deswegen gibt es ein technisches Unentschieden. Also jetzt